Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, der Dirk von High Noon Barbecue. Kennt ihr auch diesen blöden Spruch? Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln? Das ist ein uralter Spruch. Ich kenne den schon ewig. Genauso wie, das Glück ist mit die Doofen. Letztens hat das genau auf mich zugetroffen. Ich habe mich echt wiedererkannt. Ich habe tatsächlich was gewonnen bei einem Gewinnspiel, wo ich ja nicht wusste, dass ich mitgemacht habe. Mein guter Kumpel, der Grillcoach Gerrit, der hatte letztens 5-jähriges Jubiläum. 5 Jahre Grillcoach Gerrit. Und da hatte der einen Livestream. Und hinterher, ich war leider nicht bei dem Livestream dabei, habe ich mir das dann angeguckt und habe einen Kommentar drunter dagelassen. Was ich aber nicht mitgekriegt habe, ich höre ja meistens immer nur halb zu, dass du mit der Abgabe eines Kommentars an einem Gewinnspiel teilnimmst. Und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen gewundert, als ich per WhatsApp Nachrichten bekommen habe von Kollegen, die gesagt haben, Dirk, du hast gewonnen. Und ich dann natürlich direkt, ich habe nirgendwo mitgemacht. Nee, Dirk, du hast wirklich gewonnen beim Grillcoach Gerrit. Ne? Was, sage ich, ne? Ich direkt das Handy gezückt, geguckt. Wow, ich habe gewonnen. Und ich habe meinen Gewinn hier teilweise sogar liegen. Ich habe ein Päckchen bekommen, da waren viele geile Sachen drin. Unter anderem hier der Klappo von der Grillshow. Eine Plancha für diesen Klappo und geile Kohlen und Anzünder von der Firma Black Selig. Die Kohlen werde ich heute noch nicht benutzen, die werde ich in einem meiner nächsten Videos testen. Aber den Klappo, den will ich heute unbedingt mal auspacken. Ich denke, die meisten von euch kennen natürlich diesen Klappgrill von der Grillshow. Nochmal meinen Dank an den Johnny von der Grillshow, weil der hat den beim Gerrit gestiftet. Ohne den hätte ich jetzt natürlich auch nicht diesen Klappo hier stehen. Ich habe tatsächlich vor gut 3 Wochen ungefähr mal mit dem Gedanken gespielt, mir diesen Klappo zu kaufen. Ja, dann habe ich auch in die Garage geguckt und habe gesehen, eigentlich hast du schon genug Grills. Ja, jetzt ist es so, dass hier und da, wenn mal ein Gewinnspiel ist und ich da tatsächlich was gewinnen sollte, Gewürze oder irgend so was, da sage ich dann oft, komm, verlos weiter. Ich habe da genug von. Ja, und ja, aber bei dem bei dem Klappo, ey, da konnte ich nicht Nein sagen. Das ist ja so ein bisschen Grundausstattung für einen Griller. Es kann ja sein, wir haben kein Gas mehr oder ich bin in der Wildnis. Ne? Ich werde ausgesetzt von meiner Mama. Ja, und ich habe nur den Klappo mit und ich muss mir was zu essen machen. Hey, da ist das genau der richtige Grill. Und deshalb konnte ich nicht Nein sagen. Tut mir leid für alle anderen, die natürlich gehofft haben, dass sie nochmal eine Chance haben. Aber manchmal muss man auch ein Schwein sein. Jetzt aber genug gelabert. Jetzt packen wir das Teil mal aus. Ich weiß ja nicht, ob das standardmäßig hier in so einem Beutel ausgeliefert wird, aber es ist wirklich sehr flach, das Teil. In der Mitte hast du dann hier so ein Grillrost, alles aus Edelstahl. Ja. Und das Geilste an diesem Grill ist einfach, da muss man so sagen, der Aufbau von dem Gerät geht wirklich ruckzuck. Ihr braucht das nur umdrehen und schon ist der Grill fertig. Ja, schon ist der einsatzbereit. Ihr haut dann einfach nur noch, ich glaube so rum, oben das Grillrost rein und schon kann es losgehen. Wirklich
komplett aus Edelstahl. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Grill, der so schnell aufzubauen geht wie dieses Teil. Ich finde das wirklich mega und das sage ich nicht einfach nur, weil ich die Grillshow kenne oder so. Nee, ich habe den schon benutzt. Der ist so vielseitig. Ja, und der ist langlebig. Ne? Edelstahl hält doch im Grunde ewig. Ne? Und wenn du dann auch noch lieb warst, ja, dann hast du auch noch so eine Plansche dazu bekommen. Und ich muss sagen, da war ich wirklich verwundert. Ich hätte jetzt gedacht, die ist leichter, aber die ist richtig, richtig schwer. Geil gearbeitet. Ihr seht, das hier hat einen verhältnismäßig hohen Rand hier und der läuft dann nach hier unten schräg runter und ist ein bisschen flacher. In jeder Ecke habt ihr ein Ablaufloch und hier ist nochmal ein zusätzliches Loch. Ich habe keine Ahnung, wofür dieses Loch ist. Da muss mir der Johnny irgendwann mal helfen oder einer von euch. Schreibt es mal runter in die Kommentare. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nochmal ein extra Fettablauf ist, wo ich das sowieso in der Ecke überall ein Loch drin habe. Ist aber scheißegal. Das Teil passt dann natürlich wunderbar auf den Klappo drauf und da kannst du dann natürlich auch noch mal wie zum Beispiel Spiegeleier drauf grillen oder Spiegeleier mit Bacon. Da gibt es unendlich viele Sachen, die man auf einer Plansche zubereiten kann. Jetzt will ich natürlich den Klappo auch einweihen. Logisch, das müssen wir machen. Womit weihe ich das Ganze ein? Mit einem typischen Gericht für die Herbstzeit. Was wird im Herbst gemacht? Meistens ist ja immer irgendeiner der Erste, der die Champignonpfanne wie vom Weihnachtsmarkt macht. Dieses Jahr hat der Stefan von Stefans Grillecke das Rennen gewonnen. Ja, der hat sein Video schon veröffentlicht. Deshalb bringt das jetzt nichts, wenn ich jetzt auch noch eins mache. Genauso wie der Gerrit, der wollte auch eins machen. Der verschiebt das jetzt auf nächstes Jahr. Dann ist ja so ein typisches Herbstgericht Kürbis. Oh, meistens ja Hokkaido-Kürbis. Ne? Kann ich auch nicht machen. Der Sebastian, der jetzt endlich wieder ein Video gemacht hat, ja, der hat auch schon ein Hokkaido, also eine Kürbis-Bowl gemacht. Kann ich auch nicht machen. Bleibt mir also nur noch eine Sache und das ist Kohl. Ich will jetzt natürlich nicht im Dutch-Ofen was machen, weil sonst hätte ich die Plansche hier nicht liegen. Nein, ich möchte wirklich was auf der Plansche machen und deshalb gibt es bei mir heute Kohlrouladen. Und bevor ich jetzt die Kohlrouladen wirklich anfange zuzubereiten, werde ich erstmal im Anzündkamin ein paar Kohlen reinhauen. Ja, ich nehme jetzt nicht die Kohlen von Black Selig, da will ich lieber mal einen Longjob mitmachen. Ich nehme andere Kohlen. Ich habe wirklich richtig gute Kohlen von der Metro. Das sind Kokosnusskohlen und die sind gar nicht so teuer, muss ich ehrlich sagen. Ja, und in der Zwischenzeit, wo dann die Kohlen durchheizen, ja, in der Zwischenzeit kann ich halt die Rouladen schon vorbereiten. Also packen wir das Ganze jetzt erstmal an der Seite. Das brauche ich jetzt nicht, genauso wie das Grillrost brauche ich auch nicht. Und stellen erstmal einen Anzündkamin hier oben rein. Passt wunderbar. Vorher haben wir noch hier, die habe ich schon hier liegen, ein paar von dieser Anzündwolle. Ein bisschen viel, aber ist egal. Ein bisschen zu viel ist immer gut. Und da habe ich dann die Kohlen. Kokosnuss-Briketts und die sehen wirklich, ey, eine wie die andere aus. Aha, wirklich schön gepresst, kein Bruch, nichts drin. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe tatsächlich jetzt letztens eine Tüte für 4,99 Euro bekommen. Ja, und da sind drin 5 Kilo. 5 Kilo, 4,99. Gut, kommt noch die Mehrwertsteuer drauf, aber selbst dann ist das schon richtig, richtig günstig. So, da packen wir mal hier oben ordentlich was rein. Ja.
Ich kann jetzt noch ja nicht so richtig abschätzen, aber ich denke mal, das reicht, weil ich habe die Plansche habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt zünden wir das Ganze an und dann stelle ich das an der Seite. Ja, und dann warte ich halt, bis die Kohlen anständig durchgeglüht sind. Also hier am Tisch liegen jetzt wirklich keine teuren Sachen. Ich habe für den Wirsing 1,99 Euro bezahlt. Die Würstchen waren irgendwas um die 3 Euro. Ja, der Bacon, Paket 1,45 Euro. Ein bisschen Käse hat man meistens sowieso schon zu Hause. Und wenn jetzt daraus hinterher 4 Kohlrouladen werden, hast du also für wenig Geld die ganze Familie satt. Und wenn es dann auch noch schmeckt, dann bist du der König. Hier sind schon mal die Kohlblätter. Das sind nur, ich glaube, 4 Stück habe ich jetzt gemacht oder 5 Stück, falls eins in die Hose geht. Ja, wenn ihr die hinterher rollen wollt als eine Roulade, dann musst du die blanchieren. Nehmt euch die schönen großen Blätter von der Seite ab. Und jetzt kommt noch ein Trick. Hier oben, da ist ja immer so, ja, so was Dickeres, vom Stängel, Stiel, keine Ahnung, vom Blatt, so was Dickes. Nehmt ein Messer und schneidet das einfach flach ab hier. Guck mal, so. Ja, wenn dann hinterher das Blatt blanchiert ist, dann kannst du das besser rollen. Dann bricht da gar nichts, weil das ganze Blatt in einem gleichmäßig schon angegart ist. Ich habe die ein kleines bisschen länger blanchiert, weil die Zeit, die die Sachen dann auf dem Grill sind, nicht so lange ist. Wenn du nämlich den Kohl, wenn du den rollen willst, ja, dann muss der so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, elastisch, labbrig sein. Und wenn jetzt der Stiel hier hinten noch dran wäre, man kann ihn auch rausschneiden, aber dann hast du da so wie so ein Loch da drin und das will ich nicht haben. Ja, aber so ist das dann wirklich. Du kannst das in alle Richtungen drehen, biegen und das ist genau das, was ich haben will. Wir nehmen jetzt einfach mal so ein Blatt. Und damit ihr das besser sehen könnt, hole ich euch ein bisschen ran. Ich denke mal, so kann man das gut sehen. Hier liegen jetzt die Kohlblätter noch mal kurz an der Seite. So, weil ich möchte erst die Chilis schneiden. Ich möchte nämlich, dass das scharfe Kohlrouladen werden. Also scharf, jetzt nicht so scharf, dass du das nicht essen kannst. Aber so einen gewissen Pep sollte das Ganze schon haben. So, und jetzt schneiden wir da hier so, ich sag mal, ein bisschen so Streifen raus. Ich habe leider nur so kleine bekommen. Deshalb ist es ein bisschen schwierig heute. Da sind auch nicht viele Körner drin. Ja, wer will, kann die natürlich auch wegmachen. Meistens ist die Schärfe ja sowieso hier in dieser weißen Innenhaut, sage ich jetzt mal. Ja, kann man so wegtun. Ich darf sowieso nicht zu scharf machen, weil sonst ist meine Frau das nicht. Ich denke, das ist jetzt klein genug, das reicht auch. Ne? Wir wollen es nicht übertreiben. So, jetzt gehen wir einfach her und nehmen uns hier das erste Kohlblatt und legen das so schön hin. Und hier könnt ihr auch sehen, das ist wirklich labberig ohne Ende. Und jetzt gehen wir einfach her und wir schneiden hier den Darm von der Wurst auf. Und dann kann man den so nehmen, den Darm, und dann kann man den so, ich sag mal, abzuzeln, ja, so runterziehen. Und dann hast du im Grunde schon die Füllung für die Kohlroulade. Jetzt ist es natürlich, wie groß willst du die machen? Wir lassen jetzt einfach mal so eine ganze Wurst, weil das ist jetzt so richtig was für Faule. Und dann packen wir hier noch 3 von diesen Chilischoten mit rein. Und dann gehen wir auch noch her. Und wir nehmen etwas von dem Käse. Ja,
So, und den packen wir auch noch da rein. So, ich bin mal gespannt. Geht das? Ja. Ach komm, eine geht noch. So, reicht. Das Brät an sich in der Wurst ist ja komplett gewürzt. Du musst natürlich auch wissen, wie schmeckt die Wurst. Ich habe die schon des Öfteren geholt. Es ist für mich ein ganz kleines bisschen zu laff gewürzt, sag ich mal. Mir fehlt da meistens Pfeffer dran, ein bisschen Salz vielleicht noch. Das muss man dann selber entscheiden. Man kann auch hergehen und einfach mal so ein bisschen von dem Brät probieren. Ich glaube, da ist noch keiner von gestorben. Wir werden das jetzt also noch ein bisschen pfeffern und ein bisschen salzen. Da habe ich hier so einen Pfeffer, den habe ich selber gestoßen. Ja, da gehen wir ein bisschen mit drüber. Könnt ihr auch ein bisschen so auf das Würzingblatt selber noch verteilen. Blanchiert habe ich übrigens die Blätter in Salzwasser. Also nicht zu viel von dem Salz drauf machen. So, und jetzt gehen wir einfach her und wir rollen die Kohlroulade ein. Und wenn wir so ein Stückchen eingerollt haben, dann gehen wir einfach her und gehen von der Seite und machen das so ran. Und dann rollen wir weiter, noch ein bisschen weiter ran und noch ein bisschen weiter ran. Und dann hast du schon eine Roulade. Jetzt ist es so, dass ich im Grunde jetzt schon das Video verkackt habe. Weil ich hatte eigentlich vor, das ein bisschen anders zu machen. Das ist mir aber zu spät gerade eingefallen. Das ist aber nicht schlimm. Ich lasse jetzt die eine Roulade so und mache jetzt die nächste Roulade so, wie ich es eigentlich machen wollte. Das gibt es doch gar nicht, oder? So doof muss man mal sein. Wie kann man so was vergessen? Ich habe mir vorher alles aufgeschrieben. Die Kohlen sind durchgeheizt. Ich hole mal den Klappo ran. Ja, da ist er. Ja, ich hoffe, der wird unten nicht zu heiß. Ich habe keine Ahnung. Die Kohlen brennen wirklich schon sehr gut. Wir verteilen die jetzt noch ein kleines bisschen. So, und dann die Plansche passt natürlich auch drauf, ohne das Gitter. Ihr vorher mal gucken können. Jetzt lassen wir die ein kleines bisschen heiß werden. Sauber gemacht hatte ich die natürlich schon vorher. Und zwar wollte ich eigentlich die Würste aus dem Darm rausnehmen und erstmal anbraten. Und zwar wollte ich, dass das Fleisch Röstaromen bekommt und erst dann wollte ich das wickeln. Ich meine, das hat jetzt schon gut geklappt mit dem Wickeln. Ob das jetzt wirklich hier auch so funktioniert. Wir nehmen hier natürlich zum Anbraten gutes Butterschmalz. Weil Butterschmalz hat auch direkt einen geilen Geschmack, sage ich jetzt mal. Wir lassen das Ganze noch ein bisschen aufheizen. Scheint so gut zu funktionieren hier. Und dann gehen wir schon mal die Würste noch mal holen. Ich habe echt lange überlegt, also was ich dann auf dem Klappo mache. Aber ich denke mal, das ist ein gutes Rezept. Ich habe das noch nie gemacht. Aber das sind manche Sachen, sage ich mal so, die du noch nie gemacht hast. Man muss das einfach mal ausprobieren. Ich meine, die Schärfe und Kohl passt, machen ja Asiaten zum Beispiel viel. Von daher denke ich mal, ist das eine gute Sache. Und hier diese Würstchen, die du dann hast, das ist wirklich praktisch. Ja, du brauchst nicht viel machen, da brauchst du nicht noch kneten und was weiß ich. Klar, könntest du jetzt da noch Zwiebel reinmachen. Aber wir machen hier heute einen auf faul. So, und dann packen wir das mal hier drauf. Eine habe ich noch da vorne. Und dann sehen wir einfach mal zu, dass die ein bisschen Farbe bekommen. Das ist schon so ein kleiner Vorteil. Du hast halt diese Röstaromen dran. Und was noch der andere Vorteil ist,
du brauchst hinterher diese Kohlrouladen auch gar nicht so ellenlange auf den Grill hauen, weil im Grunde das Fleisch in der Mitte ja schon gar ist. Ich meine, die Roulade hier jetzt, die sieht wirklich schon richtig gut aus. Ist klasse in Form, muss ich ehrlich sagen. Ja, bei Kohlrouladen ist es ja meistens so, wenn du die in so einem, als Schmorgericht machst, jetzt in so einem Topf, dann fallen die auseinander, weil du da ewig mit dem Löffel drin rumwühlst. Und das möchte ich hier natürlich nicht machen. Ich werde die ja hinterher auf die Plancha platzieren. Was ich aber möchte ist, ich möchte, dass die trotzdem in Form bleiben. Und deshalb werden wir da gleich lecker Bacon drum wickeln. Wollen wir mal schauen? Ja, genau. Das funktioniert also mit dem Klappo wirklich klasse. Die Hitze ist jetzt nicht übertrieben hoch, ja, was allerdings für die Wurst jetzt genau das Richtige ist, muss ich sagen. Wenn ihr jetzt nur eine größere Hitze haben wolltest, würdest du noch ein paar Kohlen mehr draufhauen. Ja, aber ey, das funktioniert super. Ich bin nur mal gespannt. Ja, ich sehe schon da unten, da ist eine gewisse Feuchtigkeit. Ja klar, ne, wäre schon sinnvoll, da irgendwas drunter zu legen, was nicht gerade aus Holz ist. Ich werde da gleich sicherlich wegwischen können. Da die Kohle ja eigentlich aber so einen Abstand vom Boden hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt mein Brett gleich Kohlrahmen schwarz ist. Ja, wenn ja, dann muss ich den Johnny verklagen. Ich weiß ja nicht, ob das in der Anleitung drin steht. Aber man guckt sich doch vorher Videos vom Klappo an. Habe ich doch auch nicht gemacht. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich das erste Mal den Klappo benutzt habe. Was war das denn? Ich glaube, mit der Fangopfanne habe ich die, da habe ich die benutzt, den Klappo. Aber habe ich ihn ja weitergeschickt. Ja, kann noch ein bisschen auf der Seite. Ist geil. Ist einfach nur geil, kann ich sagen. Grundsätzlich habe ich natürlich auch sowieso von vornherein einen Fehler gemacht. Ja, eine Edelstahlplansche brauchst du normalerweise nicht einbrennen. Das ist schon mal von vornherein klar. Ja, wenn da eine Patina hinterher drauf ist, dann ist die drauf, aber müssen musste ja nichts. Ja. Wenn du dann natürlich sowas hier am Anbraten bist, dann ist das natürlich auch hervorragend dafür geeignet, hier in der Zwischenzeit noch so einen kleinen Snack zu machen. Und es ist ja eigentlich so, alles, was von der Grillshow kommt, muss einmal in Bacon geschwommen haben. Deshalb packe ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen Bacon drauf, knusper den an und pfeif mir das Ding einfach mal so rein. So, dann schauen wir mal. Noch mal wenden. Nimm mal schon mal den Bacon runter. Ganz kleines bisschen abkühlen lassen. Einmal durchschneiden. Ist ja zu groß. Oh, heiß, heiß, heiß. Einfach nur hervorragend. Eigentlich könnte man nur ein Video machen, wo du nur Bacon grillst. Das einfachste Grillvideo der Welt. Du kannst hier mit diesem Bacon-Essen natürlich auch wunderbar die Zeit vertreiben. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man diesen Geschmack von Bacon irgendwie mal nachmachen könnte. Ja, womöglich noch vegan. Jetzt können wir die Würstchen runternehmen, weil wir haben jetzt wirklich überall diese Röstaromen dran. Ja, wenn ihr das hier mal so seht, ja, genau so sollten sie sein. Packen wir die hier runter und legen die erstmal an der Seite. Und den Klappo, den packen wir jetzt noch mal nach unten.
zieh mal lieber Handschuhe an. Ich habe keine Ahnung, ja, wie heiß das Teil ist. Und jetzt können wir endlich das machen, was ich eigentlich machen wollte. Wir nehmen einfach hier wieder so ein Kohlblatt. Das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Wir nehmen eine von den angerösteten Würstchen ohne Haut. Das ist ganz wichtig. Da packen wir dann auch wieder die Chilis da rein. Oh, 3, 4 vielleicht. So ein bisschen. Da kommt dann noch wieder der Käse hinzu. Ja, ein bisschen verteilen. Ein bisschen was oben. Wenn das hinterher, sage ich jetzt mal, in der Rolle ist, spielt das keine Rolle. Ne, wo ist der Pfeffer? Kommt ein bisschen was drauf. Also so ein beim Pfeffer, da gehe ich wirklich auf Pfefferkörner, die ich dann selber stoße. In der Regel immer kurz vorher, bevor ich die benutze. Die kosten jetzt nicht viel mehr als der gemahlene Pfeffer. Aber wenn du den riechst, ne, das ist ein mega Unterschied. Und ich mag das auch, wenn der so ein bisschen grobkörniger ist, ja. Und du dann darauf beißt, das ist dann halt was ganz anderes. So. Sagen wir noch ein bisschen. Ja, komm. Ich habe es hier stehen, ja. Das ist Chili. Bei mir aus dem Garten. Ich habe den Chilischoten. Ja, komm. Chilischoten bei mir im Garten. Pimiente Espelette. Ja, die sind richtig, richtig gut. Ich bin gerade unten im Keller die nächste Fuge am Trocknen, um die dann hinterher in der Kaffeemühle zu mahlen. Also, das ist auch selbst gemacht. Ja, das ist mega geil. So, und auch hier rollen wir wieder das Ganze vorsichtig, klappen das wieder an der Seite ein, rollen ein bisschen weiter, noch ein bisschen einklappen. So, und dann haben wir auch hier eine schöne Rolle. Das machen wir jetzt mit den ganzen Würstchen. Und so sollte das Ganze dann hinterher aussehen. Schön gerollt, nichts ist schief gegangen. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, ist, welche von den Vieren ist jetzt die, die ich nicht gebraten hatte. Wenn ich dann hinterher keinen Unterschied feststelle, ja, dann wäre es ja auch egal. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, weil die Röstaromen wirst du da rausschmecken zu 100%. Jetzt nimm mal einfach hier so eine Rolle. Ja, und da kommt er zum Einsatz, der gute Bacon. Ja, und den rollen wir jetzt schön um die Kohlroulade rum. Und das Ganze ein bisschen so unter Spannung, damit das Ganze im Grunde wie, ich sag mal, wie die Kordel von der Kohlroulade wirkt. So, also ein bisschen runter, ein bisschen mit Spannung und dann, ich denke mal, so 3 Scheiben pro Roulade. Werden wir gleich sehen. Aha, machen erstmal 3 drum, aber das sieht ganz gut aus. Je nachdem, wie breit die Roulade ist, ne, können es natürlich auch 4 sein. Das ist egal. Bacon habe ich auf jeden Fall genug da. Man könnte da vielleicht auch mal gucken, gibt es vielleicht. Nee, komm, ich mach das so. Ich mach das so. Zum Glück habe ich genügend Bacon gekauft, ne? Weil da geht doch eine ganze Menge drauf. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Elmer Bacon, das ist so eine Grundausstattung für jeden Griller. Sollte man eigentlich immer im Kühlschrank haben.
Aber funktionieren grundsätzlich mit diesen Umwickeln von den Rouladen, funktioniert also perfekt. Also das ist wirklich kein Problem. Jetzt habe ich hier natürlich welche, der ist ein bisschen dünner. Das ist jetzt nicht so das, was ich wollte. Aber gut, machen wir da halt ein, zwei Lagen. Oder ich nehme die direkt doppelt. Also der ist nicht so klasse, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise passe ich immer auf, dass ich möglichst schöne Pakete kriege. Aber geht schon, geht schon. Eine müssen wir nur noch. Zum Glück habe ich noch ein Paket da. Ich habe jetzt echt alle vier Pakete Bacon dafür verwendet. Das eine Paket, was ich da hatte, war jetzt nicht so der Überknaller, aber grundsätzlich kannst du auch vom Discounter diesen Bacon holen. Ja, da muss man ein bisschen gucken, das ist wie mit dem Fleisch kaufen beim Discounter, wenn du dir da mal ein Steak holst. Ja, ein bisschen drauf gucken, dass du die schönen Stücke einfach erwischst. Und jetzt hol mal den Klappo wieder ran. Ich habe euch ja gesagt, dass ich von den Kohlen, die du in der Metro kaufen kannst, so begeistert bin. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die aussehen. Der Klappo stand ja jetzt die ganze Zeit da hinten in der Ecke. Und ich habe hier oben die Plansche so lang runtergenommen, weil ich nicht wollte, dass die zu heiß wird. Und wenn ihr jetzt mal guckst, wie schön gleichmäßig diese Kohlen hier abbrennen, das ist wirklich schon richtig, richtig gut. In der Zeit, wo ich das zubereitet hatte, habe ich natürlich die Plansche runtergenommen, weil ich nicht möchte, dass das hier oben alles verbrennt. Da das Fett drauf liegen hast und dann permanent da unten nur die Hitze, das ist nicht schön. So, jetzt warten wir noch ein kleines bisschen, bis die wieder aufgeheizt hat und dann packen wir gleich unsere Rouladen da drauf. Ein bisschen Butterschmalz habe ich jetzt noch mal da drauf gepackt. So, ein bisschen verteilen. Wenn du natürlich mit einer Plansche arbeitest, da solltest du möglichst zusehen, dass du einen Untergrund hast, der eben ist. Damit nicht das Fett dann immer in eine Richtung wegläuft. Das ist aber normal, das ist ja wie bei einer Herdplatte auch. Wenn die Herdplatte nicht genau in der Waage ist und du da die Pfanne drauf haust, dann läuft das Öl überall hin. Nur nicht da, wo du es haben willst. So, und jetzt packen wir das jetzt schön auf die Plansche drauf. Das hört sich schon richtig geil an. Ja, ist groß genug, du würdest da jetzt locker 6 Rouladen drauf bekommen. Weil jetzt ganz wichtig ist, wendet die Roulade nicht zu früh. Es sollten schon gewisse Röstaromen dran sein. Wenn du die jetzt, sag mal, lang genug auf der einen Seite liegen lässt und die anfängt zu knuspern, dann stabilisiert sich hinterher die ganze Roulade durch den Bacon, der drumherum gewickelt ist. Ich hoffe, das stimmt, was ich da jetzt gerade sage, aber normalerweise ist es so. Ich glaube wirklich, ich habe das richtige Rezept dafür ausgesucht. Boah! Wie der Bacon schon alleine riecht jetzt. Wir müssen das jetzt nur zusehen, dass das nicht zu schnell braun wird. Ja, weil ich möchte ja auch noch, dass da drinnen der Käse, der noch drin ist, anfängt zu schmelzen. Die Füllung könnt ihr sowieso selber variieren. Ihr könnt da zum Beispiel gewürfelte Baconstücke reinmachen, die ihr aber vorher angeröstet habt. Oder Zwiebeln, die ihr schon angeröstet habt. Also nur Sachen, die schon vorher angeröstet waren. Das hat ja dann natürlich, ist ja logisch, so lange bleibt ja jetzt die Roulade gar nicht auf der Hitzequelle. Deshalb sollten die Sachen schon eine gewisse Vortemperatur haben oder vorgegart sein. Wie die Wurst, die ich ja dann eben gemacht habe, auch. Ja, ich denke, jetzt können wir das einmal wenden. Schon mal, ja, genau, sieht gut aus. Hm.
Ja, und man merkt jetzt schon, dass die leicht fester wurden. Der hätte noch was gekonnt. Gut. Hm. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gut ich jetzt die Kohlen unten waren. Eigentlich gut verteilt. Ja, ich hätte vielleicht noch ein klein bisschen warten können. Aber jetzt habe ich es gemacht. Ist egal, ne? Aber ich drehe die dann gleich halt einfach nochmal. Und schaut mal, wenn die Dinger dann so geil aussehen, dann kommt noch was von der Barbecue-Soße drüber. Also die Barbecue-Soße ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, aber ja, wir machen ja Barbecue und ich denke mal, die Soße passt da recht gut zu. Wir machen ja auch nicht zu viel drauf. Ja, ich komme jetzt nicht so gut überall dran, aber das ist nicht so tragisch. Geht sich dann hinterher nur um den Geschmack, der da noch damit drankommt. Hier auch noch ein bisschen. Meine Güte. Das sieht einfach nur mega aus. Ja, noch ein bisschen. Ich freue mich wie Wolle. Ey, das sieht mega aus und wieder duftet. Ey, einfach hervorragend. Die Barbecue-Soße, die ist von Mississippi. Das ist die Sweet Apple. Die bekommt ihr, soweit ich weiß, nur in der kleinen Packung. Die hat mir damals der Heiko empfohlen von Fifi Grill and Cooking. Ja, die ist richtig gut. Die passt auch dazu. Äpfel und Kohl passt sowieso. Und jetzt nehmen wir das Ganze runter. Wird auch langsam Zeit, weil es kommt ein bisschen Wind auf. Ja, und ich habe hier keine Lust, gleich im Regen zu stehen. Wir nehmen jetzt einfach die Röllchen runter. Ja, und so ein Tellerbild ist natürlich immer wichtig. Ja, ey Jungs, ich sage euch, wenn das nur halb so gut schmeckt, wie es aussieht, dann bin ich zufrieden. Soll mal einer sagen, ich kann nicht grillen? Klappo, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Ich liebe das, wenn Sachen funktionieren. Boah. Also vom Arbeitsablauf her, ey, nicht sonderlich schwierig, schnell gemacht, günstig. Ja, und wenn es jetzt noch schmeckt, das wäre natürlich obergeil. Aber guckt euch das an. Ja, ist das nicht geil? Das ganze Problem bei gut aussehenden Sachen ist, wie schmeckt das Ganze? Also wie ist der Inhalt? Das ist also ein bisschen so wie mit Frauen oder auch mit Männern. Ja, du siehst die, ja, ich jetzt eine Frau und denkst, wow, klasse. Und die macht den Mund auf und es kommt nur Käse raus. Ja, so ungefähr ist das auch mit dem Barbecue-Essen. Es gibt Sachen, die sehen einfach super aus, schmecken aber scheiße. Und jetzt schneide ich einfach mal eins in der Mitte auf. Ich meine, es ist jetzt nicht sonderlich schwierig, zu erahnen, wie das von innen aussieht. Aber wirklich riecht hervorragend. Jetzt schneiden wir uns noch ein Stückchen ab. Und dann hast du hier so eine schöne Scheibe. Eine schöne heiße Scheibe. Und es schmeckt gut. Der Kohl hat noch einen ganz leichten Biss, aber ich habe ja gesagt, ihr müsst den länger als blanchieren.
kommt nicht auf die Idee, den nur 2 Minuten in das heiße Wasser reinzupacken. Das ist zu kurz. Das müssen schon so 4-5 Minuten mindestens sein, ja, weil die Garzeit auf dem Klappo ja da nicht so lange ist. Hm? Hm. Gut. Ich sag mal so, bei der Barbecue-Soße könnte ich mir schon vorstellen, da scheiden sich die Geister. Hm? Kann man drauf machen? Kann man nicht drauf machen? Müsst ihr selbst entscheiden. Ja. Eins weiß ich. Scharf genug. Das sind sie auf jeden Fall. Ey, Kufangi, ey. Die sind aber auch scharf. Ich weiß ja nicht, woran das liegt. Liegt das jetzt an der Chilis, die ich da reingemacht habe, dass die so scharf waren? Oder liegt das an meinem eigenen Chili-Pulver? Ich weiß es ehrlich nicht. Boah, ich sag euch, wenn euch im Herbst oder im Winter kalt ist und ihr macht euch sowas, ja, dann friert ihr auf keinen Fall. Dann wird euch sofort warm. So, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Ja, schon sind wir fertig. Ja, ich sag dann einfach mal, bis zum nächsten Mal, euer Dirk von Heinun Barbecue. Und ich bin mir nicht sicher, ja, ob ich das meiner Frau antun kann. Die sind so scharf. Leck mich an den Socken, du. Aber die sehen halt geil aus. Ja. Und du kannst ja auch mit dem Fleisch variieren, ne? Du kannst zum Beispiel eine Thüringer Rostbratwurst nehmen oder irgendwas. Einfach nur lecker.